Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play One Piece Odyssey. Ich bin es, euer DMC Muffix. Beim letzten Mal... ein Würfel. Oh, schau mal, wie viele Würfel das jetzt immer sind. Ich muss die unbedingt einsammeln. Beim Wassertempel, da waren wir so mega gut. Jetzt habe ich immer schon wieder das Gefühl, wir haben die Hälfte schon wieder übersehen. Zumindest beim letzten Mal sind wir hier unterwegs gewesen mit unseren guten Sturmpiraten. Ich bin hier übrigens in die falsche Richtung gelaufen. Wieder ein Jaya-Würfel, mit dem ich nicht weiß, was ich anfangen kann. Aber vielleicht macht irgendwann uns Sanji eine große Torte daraus. So, unser Ziel ist, wir sind beim letzten Mal hier nach Dressrosa gekommen. Fangen wir lieber erstmal so an. Dort mussten wir ansehen, dass wir hier gleich in der Endstufe sind, wo der Vogelkäfig hier wütet. Und niemand anders als der werte Doflamingo hier alle Beweise, die ihn als nicht so netten Menschen hinweisen, auslöschen will. Zumindest, ja, wie gesagt, das ist jetzt unser Ziel hier natürlich, ihn aufzuhalten. Die letzte Memorie, so wie das scheint, werden wir hier aufhalten. Ah, klar, deswegen konnten wir beim letzten Mal hier nicht hin. Und nun geht es erstmal zu der Arena, wo wir unsere gute Rebecca hoffentlich finden. ありがとうございました。 何？礼は言いって。それよりリディ、怪我はなかったかい？はい。しかし一体どういうことなんですか？この海兵さん、自分の意志ではなかったようですが。ドフラミンゴの意図だ。あいつが町中の人を操ってんだ。ええ。この海兵さんだけじゃなく、 何人もね。 大勢の人を糸で操って危機を煽り、助かりたければ懸賞首を狩れと促す。それがドフラミンゴの狙いなのよ。あの野郎、ろくでもねえことを考えやがるな。ねえ、このままだとレベッカが。ああ、こいつは急いだ方がいいな。おそらくだが、 この道をまっすぐ進めばコロロシアムに着くはずだ。よし、みんな行こう。 Alter, Laufströte! Also, Doflamingo macht ja hier nicht nur den Vogelkäfig, mit dem er hier die Leute dazu bringt, schon in Panik zu verfallen, sondern er steuert natürlich auch die Leute hier mit seinen Feen. Ich sage, Doflamingo hat so eine coole Teufelsfrucht und ich finde, das ist auch eines seiner Highlights und generell Highlights, das ist teilweise so interessante Früchte. Verflucht, ich bin zum Kölnersee, aber der Weg ist versperrt. Hier wimmelt das von Mitgliedern der Familie Don Quixote, die die Kopfgeldziele an der Flucht hindern. Adam, endlich bin ich kein Spielzeug mehr. Jetzt komme ich nicht zu meiner Frau und meiner Tochter. Was interessiert mich das? Also, nicht dass das Frau und Ding. Wissen wir jetzt hier drohen? Oh mein Gott, da sind Gegner oder was? Gegner, so wie ihn kämpfen, sodass ich was machen muss und nicht einfach nur random durch der Gegend rumlaufen muss. Naja. Special Gegner? der sagt sich, nee, geht euch weiter. Ihr gehört zu uns, oder? Ich habe meine Brille nicht dabei. Ich erkenne es leider nicht so gut. Hallo. Jetzt komm schon. Ja, Special Erfahrungsjäger. Komm.
Komm, dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um. Sehr gut. Nee. So macht man das. Wir hätten jetzt die alle bekämpfen können, oder ich fighte einfach nur den einen und krieg halt dasselbe an Erfahrung. Und ich bin mir sicher, Ruffy tut jetzt alle insta-killt. Ich habe inzwischen Ruffys. Ruffys Damage hab ich einfach so hochgetrippt. Er braucht nicht verteidigen, er braucht einfach nur draufzuhauen. Ruffy ist halt inzwischen einfach absolutes Monster. Ich meine, überlegt euch mal, der Damage von ihm ist doppelt so hoch wie der von Sanji. Vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben, aber in Wahrheit glaube ich das nicht. So. Tanuki! Tanuki macht nicht so viel Damage. No big Tanuki Damage. Das Einzige, vor was ich schwarz sehe, sollte der finale Fight irgendwie ein Fernkampftyp sein, dann haben wir echt. Ne, warte, was für schlimm? Ich muss gerade überlegen. Also Ruffy, du machst jetzt erstmal hier Gum Gum Gatling auf die beiden Dudes da hinten. Sind sie auch da? Wenn ein Krafttyp, also wenn der finale Fight ein Krafttyp ist, dann haben wir echt Probleme. Weil dann kann ich Ruffy nicht einsetzen und ich kann, also Ruffy kann ich einsetzen, aber ich kann Zoro nicht einsetzen. Könnte echt schlimm werden. So, passt. Und gleich mal 21.000, da geht was, da flutscht. So, aber wir sind eh auf einem guten Level, also wir müssen uns jetzt nicht großartig Sorgen machen. So, und wunderschön in die falsche Richtung. Oh, nur ein Special Gegner, sondern ein Special Gegner, den schnappen wir uns auch. Komm, komm, komm. Oh, mein kleiner, kleiner. Ist er nicht süß. Leute, das ist meine absolute Lieblingsarea. Ist er mit Abstand meine absolute Lieblingsarea. Das sind alles Fernkämpfer, Mann! Wir vernichten sie alles so. Oh, da gibt es gleich mit 30.000 Erfahrungspunkte hier oder so. Oh, Sanji! Erbärmlich. Was mich an ihm echt stört, ist einfach die Tatsache, dass er nur sich selbst buffen kann. Ich verstehe nicht, wieso er nicht andere buffen kann. Das wäre so cool. Ihr wisst ja, bei Chopper schauen, theoretisch könnte er sich doch in eine Riesenform wahrscheinlich schon verwandeln. Ich meine, wir sind New World, theoretisch müsste das können. Sehr schön! Wirst zeigen, dass du doch was drauf hast, Sanji. Ja, nicht so gemein zu Sanji sein. Sanji ist der Gute. So, aber jetzt kommt erstmal hier Ruffy, Mann. Ruffy muss es erstmal ausräumen. So, wer will, wir hatten noch nicht genug. So nice, Mann. Ruffy macht einfach ungefähr so viel Schaden wie drei unserer Charaktere zusammen mit dir, der Tag. So, passt. Und sagen, so 30.000. Oh, was regt da? 30, 56.000. So kürzt sich das. Level 40 sind wir langsam. Sehr schön. Also nicht böse gemeint, dass Zoro keine Orientierungssinn hat, das lernt man schnell. So, oh, wo kommst du so schnell her, Mann? Nein! Der nackte Rech hat mich eingeholt. Hilfe! Lauft! Der war aber jetzt echt flott unterwegs hier. Lag daran, dass er so wenig Klamotten hat. Deswegen ist er schnell, ey. Steht schon. So, kein Schrott. Da Schrott. Stahlbolzen. Das sind genau die Idioten, die ich brauche. Sehr. Der seelenlose Stahlbolzen, meine guten Freunde. So, nix. Komm, hau mal ein paar Würfel her. Joisa!
Oh, 2 Millionen, da bin ich jetzt leider pleite. Adrenalinangriff. Keine Ahnung, was das jetzt ist. Kyros Umhang kaufen wir auf jeden Fall. Oh, warte mal, was hast du jetzt für... Oh, der hat wieder die 301. Ich kaufe nochmal 4 Stück. Kann ich mir dann immer noch was leisten? Ah, jetzt bin ich leider drüber. Aber den kaufe ich und dafür verzichte ich. So. Passt. Jupp. Schauen wir uns mal hier kurz an, was da Schönes gibt. Fujitaru-Sandschuhe, sehr schön. So, und dann gehen wir ganz kurz in die Ausrüstung, weil wir haben ja schon wieder hier einen neuen Slot. Und besonders bei Zoro ist das wieder. SP Auto-Wiederherstellung plus 70. Was ist denn das für ein geiles Item, bitte? Ah, ihr wisst, bei Zoro ist nur Damage. Also, was zählt, ist Damage. Nee, das muss ich unbedingt Chopper geben. Sinkt halt sein Angriff, das ist mir doch wurscht. So, Sanji, kann ich dir irgendeinen coolen Ausrüstungsgegenstand geben? Angriff! Nee, muss er Leiste sein. Okay, was habe ich so leistenmäßig? Ah, hier, EP und Angriff. Kannst haben. Passt, das immer voll. Pff, bei ihr ist es eh unnötig. Es bringt eh nichts. Kriegst auch nichts Besseres. So, passt, das ist voll. Brücke kann ich noch einen mit 300 hier Angriff geben. Achso, oh, die sind zu lang, die kann ich ihm nicht geben. Schade. Passt, okay. Gut. Haben wir ein bisschen hier uns verbessert. Und dann schauen wir mal, ob wir langsam mal an unser Ziel kommen. この辺の大変なことになってるみたいだな。さすがに大会は終わってるか。どうせなら俺も出てみたかったんだが。大会？なあ、このコロシアムで行われた エースのメラメラの実が優勝賞品になった大会だ。エースって、あのエース？ルフィのお兄さんの？まあな。だから、ルフィもルーシーって姫を使って、その大会に出場したんだが。サボが来て、メラメラの実を食うって言うから、途中で入れ替わったんだ。 死んだはずのサボが現れた時はすげえ驚いたけどな。サボ？また知らない人の名前ね。その人は誰？結局メラメラの実はどうなったの？リム、悪いけど話はそこまでよ。早くレベッカを探さないと。あ、そうだったわ。コロシアムの入り口はどこにあるの？それなら この道を進めばあるはずだ。よし、みんな行こう。So, wir könnten denen helfen, aber nee, die machen das schon unter sich aus. So, speichern wir. Zack. Und dann geht's weiter, liebe Leute. Wo sind hier meine Kämpfe? Ihr möchtet fighten. Ein Scheibenwürfel. Ich habe ihn nicht mal gesehen, liebe Leute. Ruffy weiß, wo er mit seinem Arm hingehen muss. Ah, oh, Burgess! So, und wenn es jetzt nicht dazu kommt, dass wir mit Sabo kämpfen, dann weiß ich nicht, liebe Leute. Ich finde es echt schade, dass man diese in diesen kurzen Comps, wo man halt eben mit Teamkollegen, die man eben kennt, also seien es jetzt Ace oder so gekämpft hat, dass man die nicht selber steuern kann. Oder dass man diese im Nachhinein irgendwie freischalten kann, dass sie einem beitreten. Das wäre echt ganz cool. So, ich könnte mir jetzt eine halbe Stunde hier auf dem Weg nach irgendwelchen Würfeln begeben. Aber who cares, liebe Leute? I care. Egal, Leute, ich möchte rein. Ich möchte fettes Turnier jetzt haben, komm. Das ist
中に誰かいねえのか。反応がねえな。ここにそのレベッカちゃんがいるんじゃなかったのか。おかしいな。ここにいると思ったんだけどな。まずはこの辺り探してみましょう。あまり遠くへは行ってないはずよ。 Jesus, but ist euch übrigens diese super coole Translation aufgefallen? Wo? Jetzt lach nicht immer so creepy. Oh, mächtiger Gegner. Ah! Du hast so ausgeschissen, Mann. Hä? Wieso bin ich Sanji? Skip mir nicht zu Charakteren, die ich spielen will! Damage. Neutral. Neutral, liebe Leute. Ich betone es. Neutral. So, wenn wir nichts anderes zu tun haben, dann immer hier den schönen Move. Dämpfer! Hodo! Das war auch ein sehr nicer Move, Mann. Dieses Hodo! Und dann, das ist sein ultimativer Move, der daraus hat. Das war sehr cool. Also komm, Bandmas. Tado hat nicht mehr mit der Wimper gezuckt, Mann. Auch 2-9, sehr gute Damage. Ich beobachte das aus der Entfernung hier. Komm mal nochmal. Schon erbärmlich, wenn man hier irgendwie Vizeadmiral der Blackbeard-Piraten ist und einfach nicht schafft, Mann. So, aber ich sag dir mal, was ein richtiger Vize macht. Ist Zoro Vize? Keine Ahnung. Gibt's einen Vize hinter Ruffy? Er war der Zweite, der da war, also hätte ich jetzt mal gesagt.俺はまだピンピンしてるぜ、麦わら。あれだけ殴ったのが効いてねえってのか。クソ頑丈のやつだ。悪魔の実の能力は俺が奪ってやる。お前が本当に欲しいのはこれだろ、バージェス。てめえは。 Okay, einfach den Engine Fight nochmal, weil who cares, liebe Leute. Sabo, ich find's zwar sehr cool, dass du da bist, aber ich brauch dich eigentlich nicht, Mann. So. Kill! Dann nicht mal einfach mal Onigiri. Er hat jetzt nicht mal die Super Energie. Oh, jetzt macht er nicht mal mehr Special Moves, Mann. Ich bin enttäuscht, Junge. Ja, komm, tu mir. Okay, ich mach's, liebe Leute. Oh, ich habe Brook, den habe ich gerade vergessen. Aber Brook macht auch nicht viel Damage. Aber wir haben einen Klassenvorteil. So, Alter, er heilt einfach 70 instant. Das ist ja so eine geile Fähigkeit. Oh! Ich war ja Sabo, Mann. Und jetzt kommen wir gleich noch zu einem anderen Tag. Das war ja dieser mega geile, wo er seine Hado macht. Das hat er im ersten Moment, hat er die halbe Arena damit zersegelt. Und beim nächsten Mal hat er dann, es stand dann Sabo, hat dann diese Drachenklaue gemacht. Das war so ein epischer Moment, Mann.
hat schon seine Highlights kommen. Ach ja, ich wollte, bevor ich jetzt wieder hier von der Cutscene unterbrochen werde, habt ihr das eigentlich gemerkt in der einen Szene gerade, wo hieß Ruffy tritt als der und der an, wo sie gesagt haben, ey, er ist als Ruby angetreten. Nein, nicht, ich dachte, er ist als Lucy angetreten, aber scheinbar ist Ruby. Ruby, Ruby, Ruby. Ah, so nett war er. Ach so, mach halt noch mehr coole Attacken. Die Animationen sind so sick. Ich find's irgendwie traurig, dass sie echt die Animationen dafür nur für diese 2-3 Events da gemacht haben. So, guck, du musst du SP aufladen. Ich weiß gar nicht. Die haben mir den Charakter gegeben, einfach ohne irgendwie SP. Na gut, Zoro. Yaruna, Ruffy. Zyoku natta. So, ore. Kamane. Soriga-ichiban-da. Kikara-ga-modotte-kite. Mari. Ore-da-ko. Sabo. Isshoni-tatakatte-kurete. Arigato-na. Kini-suru-na. Ah, Rebecca. Chou-do-ii. Omae-ni-you-ga-atta-nda. その声、あなた、もしかしてルーシー？ちょっと手伝ってほしいんだ。一緒に来てくれよ。でも、どこに？あそこでミンゴが待ってる。上に登るために鍵が必要なの、レベッカ。鳥籠が閉まる前にミンゴのやつをぶっ飛ばさねえと。 逃げたか。以降ルフィのバックには俺がついてる。よく覚えとけ。あなたもルフィのお兄さんなの？お前、エースのことも知ってるのか？ええ、あの戦場で ルフィと一緒に戦ってる姿を見たわ。そうか。あいつは強かっただろう。すごく強かったわ。押し寄せる海軍の人たちを次々倒していた。それは見たかったな。それにしても 3人とも、あんまり似てないのね。俺たちは義兄弟だからな。ん？まあでも、そんなことはどうでもいい。あいつは弟で、俺たちは兄。ルフィもエースも、俺の大事な家族だ。エースにはエースの、ルフィにはルフィの冒険がある。俺はそれに口を出さないが、 もし俺に助けを求めるなら、世界のどこにいても駆けつける。そう。Zabo ist nun in der Hotman. Also gleich willkommen zu einem schönen Dank. Wir sollten den Anweg suchen. Okay. Ja, also nicht damit ich ein Problem habe. Ich meine, jetzt habe ich auch noch Zabo dabei. Gern an den Weg zum Aufzug. Okay. Die haben mir alle schon Angst, Mann. Aber ich hätte ehrlich gesagt auch Angst vor Sabo. Das muss ich natürlich sagen. Ey, Leute, der Typ kann Drachen, was auch immer, Fähigkeiten. Was haben wir da? Würfel mit Sabos Aufzeichnung, Würfel mit Barges Aufzeichnungen. Sehr schön. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, für was das ist, aber ich nehme alles mit, liebe Leute. Ihr kennt mich. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist, das wird eingesackt. Aber es brauchen wir nicht. Sinnloser Weg. So. Ach, heute ist das Wetter so schön. Also wenn man mal von den Streifen des Todes da mal absieht, sieht es eigentlich hier ganz schön aus. So, wo geht's wieder raus? Da. Jo, gut. Also, sauber sind dort. Also, wenn jetzt noch Lore kommt, Mann, dann ist es echt ein großartiges Kapitel. Aber wie gesagt, ich denke mir mal, wisst ihr, sie haben da diese Charaktere modelliert, sie haben da die Animation gemacht und also ganz ernsthaft, also man kann einige Sachen sich beschweren, definitiv. Aber man hat sich richtig bemüht, die Animationen
der Moves so imposant zu inszenieren. Und das haben sie wirklich hier geschafft. Also besonders Sabo, also sah ja mega geil aus. Schade, dass er nur den Drachenatem und nicht noch die Drachenklaue gemacht hat. Jetzt kommt übrigens Fujitaro, ganz sicher. Aber, ja, es ist eigentlich schade, wenn man sich überlegt, dass man die Charaktere dann nicht nochmal im Nachhinein spielen kann. So, Fujitaro. Oder? Nee, kein Fujitaro. Aber ein schnelleres Punkt. どこに繋がってるのか分かんないけど、とにかく進んでみるしかないわね。レベッカ、お前は戦わなくていいからな。安心して、あなたは私たちが守るわ。その姿、剣闘士なんだよね。あなたは戦うのが好きなの？違うよ。でも戦ってても手に入れたいものがあったんだ。 手に入れたいもの？私、兵隊さんともう一度暮らしたかったんだ。そのためにはどうしてもメラメラの実が必要だったの。そう。ねえ、その兵隊さんって？兵隊さんは私を育ててくれた人。じゃあ、あなたのお父さんも？ うん、ひどいことするわね。私はドフラミンゴってやつ嫌い。同じだね。私もよ。ねえ、あなたの家族は？いないわ。そう、ごめんなさい。なんだか悪いこと聞いちゃったみたい。 So, ihr Soldat, liebe Leute, ihr auch auf gut Deutsch, ihr Vater. Nun gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, machen wir jetzt an dieser Stelle erstmal einen ganz kleinen Cut. Beim nächsten Mal werden wir dann uns hier weiter durch das zerstörte Dressosa schlagen. Und dann schauen wir mal, was oder beziehungsweise wer uns da noch erwartet. Dann bis zum nächsten Mal, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.